Lima, good evening. Pitch it on the 06 to 3015. 3015, sir. Guten Flug, sagt man so. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, heißt es im Lied. Das Blumenpflücken während der Fahrt ist verboten, dringender Ratschlag der Ausbilder. Man muss ein bisschen was gelernt haben, bis man sich mal so ein kleines Kunststück erlauben kann. 900 Stunden theoretischen Unterricht in 11 Monaten hat man hinter sich gebracht, 100 Flugstunden auf Propeller- und Strahlflugzeugen erlebt und 40 Tests bestanden. Nein, nein, nicht als Pilot. Als KBO, als Kampfbeobachter. Kurzsichtig? Nein. Leberschaden? Noch nicht. Fein, Krankenschein gespart. Der zukünftige KBO muss fit sein, innerlich und äußerlich. Der Strampelanzug für harte Männer. Und dann wollen wir auch gleich noch die neue Mütze aufprobieren, na? Passt sie? Na, kneift ein bisschen, anfangs. Ist auch ziemlich warm darunter. Aber ohne Helm zu fliegen, das geht nicht. Das weiß man schon zu Beginn der Ausbildung. Das neue Konzept der Luftwaffe, die Waffensysteme Phantom und das zukünftige MRCA, das Mehrzweck-Kampfflugzeug, haben bestimmte taktische Verfahren als Aufklärer, Jagdbomber und Jäger. Dieses neue Konzept erfordert einen zweiten Mann, den KBO, den Kampfbeobachter. Und eine zurückzulegende Entfernung von 45 Nautical Miles. Welche Flugzeit benötigen wir? Wieso fliegt ein Flugzeug? Schwere Frage. Aber es gibt Leute, die können einem das erklären. Auch kann man erfahren, was es mit der Aerodynamik auf sich hat und wie das ist mit den Winden, die wehen. Unseres Flugzeugs so zu verstellen. Täglicher Unterricht. Der zukünftige KBO für Jäger und Jabo muss später im Geschwader beide Aufgaben beherrschen. Und Üben des Funksprechverkehrs. I think I hear not right. Beruhigend, dass man mal so gepaukt hat, dass man gelernt hat, sich zu verständigen. Das ist das sogenannte fliegende Klassenzimmer. Ein auch nicht immer magenfreundlicher Apparat. Was für den Rallyefahrer auf den Straßen der Franzer, ist für den Piloten in der Luft der KBO. Und der muss Praxis kriegen, muss Erfahrung sammeln. In der Piaggio, Flughöhe 200 Fuß, terrestrische Navigation, Kleinorientierung. Es geht darum, Ziele exakt anzufliegen. Den Zusammenfluss von Bille und Knatter zum Beispiel oder die Kreuzung der dortigen Feldwege. Franzen will gelernt sein. Und jetzt bitte zurück zur Kantine. Propellerflugzeug AD. Jetzt wird ein Zahn zugelegt. Die G91 fliegt dreimal so schnell. Also, der Mann muss dreimal so schnell denken und handeln. Die Jetphase ist Höhepunkt und Abschluss der praktischen Ausbildung. Folglich hat er außer Lampenfieber im Gemüt auch alles Wissenswerte im Kopf. Guten Flug. Der Schüler sitzt hinter dem Lehrer, wie später in der Phantom, der KBO hinter dem Flugzeugführer. Ein Team. Er ist gut präpariert. Flugweg, Flugzeit, Wetter, Zielerkennung, Kameraauslösung. Er hat den Durchblick. Auch einen wunderschönen Ausblick, aber den hat er momentan keine Zeit. Ja.
Der taktische Aufklärer fliegt sein Ziel im Tiefflug an. Er operiert dann in der vorausberechneten Flughöhe, um seine Aufklärungssensoren einzusetzen. Wir lösen jetzt die Kameras aus. Zunächst schalten Sie den Day-Mode, wählen die Kameras vor. Der Aufklärer ist ein Fotograf, Spezialist für Porträts von oben. Erstmal rausfinden, wen man knipsen soll, nicht? Naja, und dann, wo der wohnt und überhaupt, wie man da hinkommt. Denn hier ist ja doch ein ziemlich gleichmäßiges Gelände. Okay, jetzt rechnen wir die Zeit aus. Und schließlich um Gutwetter bitten oder die Wetterkarte des deutschen Fernsehens fragen, wenn man leichtsinnig ist. Abends dann das Gebiet südlicher Donau und damit den Alpenrand erreichen. Der Einblick in die Details, die Genauigkeit der Beobachtung erlauben einem den Überblick. Man kann die Dinge ein wenig von oben herab betrachten, auch wenn sie so winzig sind wie Eisenbahnbrücken, Autobahnbrücken oder Kanalüberführungen. Schauen Sie mal etwas weiter nach links ins Gelände hinein. Der Jagdbomber nähert sich im Tiefflug seinem Ziel. Er zieht hoch, fasst es auf und bekämpft es mit Luft-Bodenwaffen. Den Kopf- und Heckzünder und der Tail-Section. Das ist erst einmal die Waffenbezugslinie oder Fuselage-Reference-Line. Und dann kommt einem der Gedanke, wie schnell so ein Donnervogel ist und dass man vor 150 Jahren für diese Strecke etwas länger brauchte. Die abgesenkte Visierlinie oder Sightline. Beim Übungsangriff fliegen wir in Angriffsrichtung über das Target und brechen nach dem Target auf das Down-and-Leg. In diesem Augenblick grün, mein Freund, ist alle Theorie und Übung macht den KBO. Der Schießplatz von oben betrachtet. Von unten ist das nicht so angenehm. Nochmal mit Gefühl. Getroffen. Zufällig hat man sich hier getroffen. Der Jäger bekämpft gegnerische Flugzeuge in allen Höhenbereichen. Durch geschicktes Ausnutzen der eigenen Manövrierfähigkeit begibt er sich in eine günstige Position, um seine Luftwaffen wirkungsvoll einzusetzen. An der Tafel ist ein Angriff von hinten dargestellt, der sogenannte Stern-Versuch, Single Offset Stern. Der Jägerleitoffizier führt den Abfangjäger nach erfolgtem Start zu einem vorausberechneten Punkt B. Wer in der Theorie nichts drauf hat, wird in der Praxis kaum mit heiler Haut davonkommen. Wird ein Gejagter sein, kein Jäger. Bei Erreichen des Punktes B kurft der Abfangjäger ein, während sich das Zielflugzeug von B nach C bewegt. Das hier ist die Radaranlage und wir unterscheiden hier zwischen zwei Betriebsartgruppen. Das eine sind die Sicherheitsbetriebsart, die heißen... Fahrwerke, die in einem unsicheren Zustand befinden. Flugzeugtechnik. Warum fliegt ein Flugzeug? Was man früher so für Fragen gestellt hat. Das Fahrwerk befindet sich im unsicheren Zustand. Legen Sie die Steuerstufe bitte nach links und halten ihn fest. Training ist die halbe Miete. Training im Simulator. Intensive Schulung bei vergleichsweise geringen Kosten und ohne Risiko. Der angehende KBO lernt das richtige Verhalten im Flug, bei Notverfahren, den Umgang mit Radar, kurz, er lernt den Flugzeugführer zu unterstützen. Und Sie sind ja mit Flug 4-0 abmarschiert und haben da jetzt so einen schönen Vollkreis geflogen. Der Simulator, dein Freund und Helfer. Irgendjemand wird mit Sicherheit vorm Abendbrot auf einen Knopf drücken und den Mann aussteigen lassen. Dann werden die Fehler besprochen, in netter Form, versteht sich, und in der Abschlussprüfung mit Sicherheit nicht wiederholt. 11 Monate Unterricht, 900 Stunden Lernen, 100 Flugstunden, 40 Tests. Uff, jetzt nur noch diese kleine Abschlussprüfung, das müsste sich doch machen lassen. Südkalifornien. 2 Busstunden von Los Angeles und doch mitten in der Wüste. Airbase George. Hitze,
bis es einem vor den Augen flimmert. George Air Force Base, the 20th Tactical Fighter Training Squadron, has the mission, which we consider a very important part of our mission, of checking out German Air Force crews in the F-4F Phantom. Most of us Deutsche KBOs kommen hier auf die Phantom. Gemeinsam mit den amerikanischen Ausbildungspiloten bereiten sie ihren Flugeinsatz vor. Airbase George, genannt die Jägeruniversität, Fighter University. Trotzdem herrscht hier nicht ein stures Lehrer-Schüler-Verhältnis, eher Kollegialität. Das Bodenpersonal ist zweifellos anders als in Deutschland. Die Maschinen wissen das und verhalten sich dementsprechend. Eine Menge Landschaft gibt's in dieser Gegend. Amerika hat den Vorteil, viel Raum für die Ausbildung von Piloten und KBOs zur Verfügung zu haben. Hier kann man tief fliegen, hier kann man schnell fliegen, auch mal Überschall, ohne dass die Erdbewohner gleich in Mitleidenschaft gezogen werden. Hier kann trainiert werden, was im dicht besiedelten Mitteleuropa nicht geübt werden kann. Allenfalls das eine oder andere Karnickel trägt Ohrenschützer. Doch wer sieht das schon von oben? Und vom Schießplatz haben die sich wohlweislich längst zurückgezogen. Gunnery Range, eine Bodenstation. Übungsplatz. Ein netter, ruhiger Ort. Die Phantoms toben ein bisschen herum, aber die Herren im Tower passen auf, dass alles seine Ordnung hat. Erstaunlich, wie geschickt die landen. Freizeit. Kein KBO hält sich monatelang in Gunnery Range auf und guckt nicht mal über den Zaun. Es gibt so viel Sehenswertes. There'll come a day when I know you will say all the things I said to you were the best things to do. So don't you ever change your mind, don't you ever be unkind to me. Some say that you're a fool, well I'm not. No, 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 you might think that I'm a fool, but I'm not. Ooh. Hier geht's lang, Mädels, hinein ins Heim der Aufklärer, Airbase Shaw. Es wird nicht mehr lange dauern und man muss hier Parkuhren aufstellen. Wollen sehen, was es heute zu fotografieren gibt. Was für eine hübsche kleine Brücke über einem hübschen kleinen Bach. Und dann freut man sich auf den Heimflug. So, this is that target, the bridge. Okay. You're a little right. That's a good picture. Okay. Okay. To the left, of course, then? Right. Coming down here, and this is the end of it. So you get all the way up to the edges of both sides. Okay. You're coming on the road and railroad bridge. Okay. That was the first target, was it? Right. That was the first target. But you got good. We made it.
Barely. Plug your camera into the airplane. Nice. Okay. This is the type of film we use. Goes into the supply chamber. Close down the cover here. Flip the camera over. And this is the lens that actually takes the picture like you see over there. Der Unterschied zwischen fliegendem Personal und einer Phantom? Die Phantom darf unterwegs einen kräftigen Schluck zur Brust nehmen. Dieser dicke Brummer gibt ihr einen aus. Man spricht sich ab. Zentimeterarbeit ist zu leisten, bis es durch die Leitung vom Tankflugzeug zur Phantom sprudelt. Auch hier hängt viel von der Geschicklichkeit des KBO ab. Seine Zusammenarbeit mit dem Piloten muss hundertprozentig funktionieren. Vielen Dank. Jetzt habe ich den Kanal voll. Nach dem Abschluss der Ausbildung in den USA muss sich der KBO im Geschwadereinsatz auf die europäischen Verhältnisse umstellen. Basic altitude 20,000 or lowest level above the clouds, whatever applies. Wir leihen uns hier unten ab. Wir uns dann hier irgendwo treffen, mit einem Displacement. Ihr habt auf jeden Fall eine höhere Speed, preferably 0.95. Briefing, in der Landessprache Vorbereitung des Einsatzes. Die Jägerrotte bespricht die Flugroute. Der merkt, er hat schlechte Karten, plackt den Burner rein und zieht weg. Was kann ich machen? Ich drehe. Geht er wieder hoch. Lass an, 9, der ist durch die Klaus wieder nach oben. Ja, hab ihn. Das ist noch nicht, Moment. Okay, da oben zoomt er rund. Hab ihn. Okay. Oh Gott. Das schmutzt er bis zum Heimat. Heading place now 187 to run. Okay, 2 miles, slightly high. Ja, 2.5 miles habe ich ein. Okay, das ist er, ja. Nee, das brauchst du mal auf. Okay, 1.5 miles, jetzt habe ich ihn. Peter ist drauf, ja. Das ist er. Okay. Ja, das ist er. Jetzt gehen wir unten durch. Leichtigkeit der Bewegung ist nur zu erreichen mit schwerer Anstrengung. Man sieht es ihnen an. Müde sind sie. Geschafft. Technisches Debriefing. Meldung über den Zustand der Maschine. Auf dass beim nächsten Mal nichts schief geht. Ist das jetzt einer? Nein, nein, nein. Wird jemand von Ihnen da, Kollege? Ja, das könnte sein. Was an und für sich nur noch geholfen hat, das Displacement zu kriegen, sonst wäre es ja noch enger gewesen. Ne? Okay, wir kamen runter, wir hatten euch also visual bei noch 20, 25 Meilen. Auf dem Radar hatten wir euch vorher auch schon, kein Problem.
Beim Aufklärereinsatz nutzt der KBO seine während der Ausbildung gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse. Die Freck-Order sagt aus Tanks und der KG2 vermutet Major Tank Unit in Assembly Area. Genau. Ja. Noch Fragen? Nee. Alles okay. Klar. Danke. Also, okay. Wir schauen uns das erste Ziel, die Route, nochmal genau auf der 50.000er an. Länge etwa 5 Kilometer. Das ist Wildbad hier, ne? Ja, genau, das ist Wildbad. Und hier schlage ich vor, nehmen wir gleich diesen Höhenrücken als IP für diese Route. Denn der muss ausgezeichnet zeichnen und hat auch die Form eines Schuhs. Über die Wälder, über die Auen, Aufklärer auf Fotosafari. Ein kleiner Flughafen, gesucht, gefunden, porträtiert. Davon gibt's Ansichtspostkarten, den Film können wir sparen. Ein Bahnhof, gesucht, gefunden, fotografiert. Die Fotobeute ist an Bord, zurück in Richtung Entwickler. Tempo, Tempo, Jungs, die Filme sollen heute noch fertig werden und die Drogerie macht gleich zu. Die Koordinaten sind sehr gut gedruckt. Sie sehen hier die Panzerfahrzeuge. Das sind 2, 4, 7, 9, 11, 15, 16. Die Koordinate ist genau in der Mitte des Bildes. Somit ist die Mission abgeschlossen. Brauchen Sie uns noch? Nein, ich brauche Sie nicht mehr. Ich mache jetzt den Misrep und dann ist die Sache erledigt. Sie haben den Kaffee verdient. Komm, jetzt gehen wir. Auch beim Jagdbombereinsatz muss der KBO sein erlerntes Wissen und Können optimal anwenden. Blick in die Checkliste. Ist dieses in Ordnung und jenes überprüft? Der KBO überlässt nichts dem Zufall. Unangenehm, wenn er was vergisst. Gefährlich, wenn er was übersieht. Peinlich, wenn er was verliert. Nein, nichts vergessen, übersehen, verloren. Also los. Tiefflug der Jabos. Der FAC, der Forward Air Controller, dirigiert die Jabos zum Einsatzort. Jetzt dirigiert er gleich nochmal. Entspannung in der Spannung. Doppelkopfrunde. Merkwürdige Atmosphäre zwischen Spiel und Ernst. Attention, Training Scramble, Tiger Yellow. Training Scramble, Tiger Yellow. Alles rennet, rettet, flüchtet. Was heißt hier flüchtet? Ganz im Gegenteil. Männer und Maschinen sind einsatzbereit. Die Phantom konnte sowieso nicht schlafen.
Engine master switch is on. Give it your flow is normal. And we have a good start. You can see it coming up. Also, it's moving. I'd rather keep up and come to the left. Your flow is normal.